Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Deutschlands Unternehmern. Ich darf Sie heute anstelle von Frau Noll begrüßen, wenn es einmal mehr politisch wird bei uns. Denn wir wollen uns den hessischen Wirtschaftsminister, der auch für Verkehr und Landesentwicklung in Wiesbaden sitzt und zuständig ist, genauer ansehen bzw. ihn als Person genauer kennenlernen. Herr Tarek Al-Wazir, herzlich willkommen. Ja, hallo. Herr Al-Wazir, Sie kommen aus der Region Offenbach. Das ist Ihr kleines Mekka hier für uns. Offenbach ist immer wieder in diversen Gesprächen, Artikeln, Diskussionen. Wie sieht es aus mit Ihrer Verbundenheit zur Region Rhein-Main und zu Offenbach? Also ich bin in Offenbach geboren, habe aber sogar mal ein paar Jahre in Frankfurt gelebt, allerdings in Oberath. Das gehört ja quasi zu Offenbach dazu. Und ich bin jemand, der schon sehr früh natürlich auch in dieser Region die unterschiedlichen Orte kennengelernt habe. Das, was Rhein-Main ja ausmacht, die Vielfältigkeit, die Unterschiedlichkeit. Jetzt im nächsten Monat feiert beispielsweise die Eröffnung der Offenbacher S-Bahn 20 Jahre Jubiläum. Und ich bin jemand, der am Ende sogar in Frankfurt Abitur gemacht hat. Deswegen war ich schon früh Pendler, als es die S-Bahn noch nicht gab. Und kann sehen, wirklich kann mich auch daran erinnern, dass die Region wahnsinnig zusammengewachsen ist. Also kein Vergleich mehr zur Situation vor 20 Jahren. Es ist inzwischen wirklich Frankfurt-Rhein-Main. Diese Diskrepanz, die Offenbacher und Frankfurter, vor allem wenn es um Fußball geht, haben, meinen Sie, da Integration auch eines der großen Ziele ist, was sich die Grünen ja auf die Fahnen geschrieben haben, dass das irgendwann möglich ist, da näher aneinander zu kommen? Also ich glaube, da ist natürlich viel Folklore dabei. Man hat seine eigene Identität und die eigene Identität entsteht auch ein bisschen durch Abgrenzung. Und die Frankfurter rufen, wer nicht hüpft, ist Offenbacher. Und die Offenbacher sagen Sachen, die ich hier nicht wiederhole im Stadion, über die Frankfurter. Aber das ist eine Rivalität, wo ich einfach denke, das hat sich ein bisschen überlebt und überholt. Man merkt heute, die beiden Städte sind zusammengewachsen, die Region ist zusammengewachsen und man frotzelt eigentlich eher so ein bisschen und das hat mit der Wirklichkeit eigentlich nicht mehr viel zu tun. Sie haben gerade die Entwicklung der Region angesprochen in vielen Jahrzehnten. Was ist für Sie am markantesten bei der Entwicklung? Was hat sich dramatisch verändert, zum Guten, vielleicht aber genauso wie zum Schlechten in Frankfurt-Rhein-Main? Also man muss einfach sehen, dass die Region insgesamt in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig attraktiv geworden ist. In den 70ern hat man nicht von Manhattan geredet, sondern von Frankfurt. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Das heißt, es gibt attraktive Angebote, was Kultur angeht, was Arbeitsplätze angeht, was Lebensqualität angeht, wenn Sie sich mal betrachten, sowas wie der Regionalpark oder die Route rund um Frankfurt, die es gibt inzwischen, wo auch wirklich Zusammenarbeit stattfindet und wo man einfach sieht, die Region ist wahnsinnig attraktiv geworden, auch im Vergleich zu früher. Das hat natürlich auch ein paar Schattenseiten in Anführungszeichen. Eine Region, die wächst, die attraktiver wird, da steigen teilweise die Mietpreise. Auch das ist ein Punkt, wo man einfach sehen muss, jede Medaille hat immer zwei Seiten. Aber unterm Strich ist die Region auch im Vergleich zu anderen Regionen sehr attraktiv und bietet eine hohe Lebensqualität. Wie schätzen Sie es ein? Wie hoch ist der Anteil der Politik an diesen Veränderungen, vorrangig natürlich auch an den positiven, dass es so gekommen ist? War das mehr von politischer Seite initiiert oder haben die Einwohner, die Unternehmer, die Wirtschaftskraft dieser Region dazu beigetragen? Sowohl als auch. Also ich glaube, Gesellschaft funktioniert immer nur, wenn alle irgendwie gut zusammenarbeiten. Ich glaube aber, dass durchaus ein paar politische Entscheidungen dabei waren, wo man viele Probleme, die es früher gab, gelöst hat. Mal ein Beispiel. Als ich noch Pendler zwischen Offenbach und Frankfurt war auf dem Schulweg, das glaubt mir keiner mehr, dann musste man in der Straßenbahn für Offenbach eine zweite Fahrkarte lösen. Oder für Frankfurt, je nachdem, woher man kam, weil es keinen Rhein-Main-Verkehr
Verkehrsverbund gab. So ein ganz banales Beispiel, wie sich Zusammenarbeit verändert hat. Und das sind natürlich politische Entscheidungen gewesen, die damals getroffen wurden und die richtig getroffen wurden. Oder Stichwort Attraktivität von Frankfurt. Es gab in den 70er Jahren eine bewusste Entscheidung, das Museumsufer beispielsweise zu bauen, Frankfurt auch quasi mit Kultur zu verbinden und nicht nur sagen, als Finanzplatz oder Logistikdrehscheibe. Also das sind durchaus viele, viele politische Entscheidungen gewesen, die dazu beigetragen haben, dass die Region so attraktiv ist, wie sie jetzt ist. Kindheit, Jugend, da möchte ich direkt noch einmal tiefer ins Detail gehen, was viele nicht wissen. Ich meine, anhand ihres Namens kann man sehen, okay, würde der eine oder andere denken, okay, Offenbach und das Elternhaus, irgendwo aus der Welt werden die Mutter und der Vater hergekommen sein. Ihr Vater kommt aus dem Jemen. Sie waren aber auch 2 Jahre im Jemen, haben in einem anderen Interview mal beschrieben, dass das eine prägende und erfahrungsreiche Zeit war. Wie hat das die Person Tarek Al-Wazir ausgemacht, wenn man die verschiedenen kulturellen, wirtschaftlichen, alle Gegebenheiten mal mit einbezieht? Also man muss dazu sagen, ich bin in Offenbach geboren, ich bin im Rhein-Main-Gebiet aufgewachsen und mit 14 für 2 Jahre in den Jemen gegangen. Das war eigentlich meine Einwanderung, ja, also es war quasi eine Einwanderung in den Jemen und deswegen weiß ich auch, wie schwierig es sein kann, wenn man in ein anderes Land, eine andere Kultur kommt. Ist ja alles völlig anders gewesen dort 1985 und ich möchte die Erfahrung aber nicht missen, weil erstens habe ich natürlich meine Familie väterlicherseits besser kennengelernt, als ich sie vorher kannte. Ich habe auch damals erstmals überhaupt leidlich Arabisch gelernt. Das ist natürlich klar, das muss man da lernen, weil keiner eine andere Sprache kann. Ich möchte diese Zeit auch nicht missen, auch wenn ich am Ende dann mich ganz bewusst auch entschieden habe, dort wieder wegzugehen, weil ich gemerkt habe, ich bin dann doch eher Europäer als Araber, aber es ist ein Teil, was mich ausmacht, auch ein Teil von dem, wo klar ist, ich weiß auch, was echte Probleme sind. Es ist jetzt nicht so, dass wir in Deutschland keine Probleme hätten, dass wir in Hessen nichts zu tun hätten. Wir haben viel zu tun. Wir wollen dieses Land gerechter machen, moderner machen, grüner machen. Aber manchmal hilft es ein bisschen auch einschätzen zu können, dass es andere Landstriche gibt, wo es viel existenziellere Probleme gibt, wo auf Hessisch gesagt die Leute sagen, eure Probleme hätten wir gerne. Als Beispiel, was hat Sie da geprägt oder welche Erfahrungen, sagen Sie, haben Sie besonders mitgenommen, wo Sie sagen, ach, das ist in Deutschland ja so einfach, hier, boah, die das hier schaffen, das ist bewundernswert, gab es das? Also, wenn man sich einfach mal anschaut, es gibt ja in Deutschland so ein paar Volkssportarten, Schimpfen auf die Deutsche Bahn und Schimpfen aufs Gesundheitswesen. Wenn man sich mal betrachtet, dass es im Jemen eigentlich niemanden gibt, der krankenversichert ist. Und wenn man ernsthaft erkrankt, hat man entweder Geld oder man stirbt. So, das meine ich mit existenziell. Und selbst wenn man Geld hat, kann es einem passieren, dass man dort nicht behandelt werden kann, weil es schlicht die Mittel gar nicht gibt. Das heißt, man muss dann ins Ausland. Und das sind so Punkte, wo ich mir dann manchmal denke, ja, auch ich finde es falsch, wenn man lange auf einen Facharzttermin warten muss. Und es wäre auch besser, wenn das sozusagen noch verbessert würde. Aber wenn man das mal dann in Relation setzt, dann relativiert sich doch manches. Und momentan ist es so, dass im Jemen gerade Krieg ist und ich mir Gedanken mache, auch im Kontakt bin über die Frage, wie geht es da eigentlich meinen Verwandten. Auch das ist so ein Punkt, wo man dann einfach mal merkt, viele der Sachen, über die wir uns hier manchmal so aufregen, sind im Vergleich dann eher nicht ganz so groß. Glauben Sie, es wäre umgekehrt genauso gegangen, wenn Sie die ersten 14 Jahre in Jemen aufgewachsen wären, dann 2 Jahre Deutschland, das hier gesehen hätten, wieder zurück in Jemen, als die große Herausforderung, oder meinen Sie, Sie wären eher in Deutschland geblieben? Das weiß ich nicht.
mein Leben war so, wie es war und die Richtung war genau so rum. Aber ich meine, es ist ja durchaus so, ich kenne viele Leute, die mit 14 nach Deutschland gekommen sind und dann auch hier geblieben sind und inzwischen ihren Platz in dieser Gesellschaft haben. Es ist ja so einer der Punkte, wo wir uns wirklich in den letzten 20, 25 Jahren auch deutlich verändert haben, wo klar ist, wir sind ein Land, wo ein Viertel Hessen jetzt, wo ein Viertel der Bevölkerung entweder selbst eingewandert ist oder mindestens ein eingewandertes Elternteil hat. Das ist die einfache Übersetzung von Migrationshintergrund. Das heißt, wir sind vielfältig und wir sind als Bundesland ja immer schon auch ein Einwanderungsland gewesen. Denken Sie an Offenbach, denken Sie zurück von den Hugenotten bis heute. Also das ist ja etwas völlig Normales bei uns. Diese kulturelle Vielfalt, gesellschaftliche Vielfalt, die Sie in Ihrer Jugend erlebt haben, wie sehr hat sie dazu beigetragen, zur Partei Die Grünen zu gehen? Denn das war ja auch schon die Entscheidung während der Schulzeit. Also es war jetzt nicht so, dass irgendjemand mich da eingeladen hätte. Es war für mich eine bewusste Entscheidung, Mitglied einer Partei zu werden, weil ich einfach in meiner Arbeit in der Schülervertretung die Erfahrung gemacht habe, dass Parlamente hilfreich sein können. Und diese Entscheidung, Mitglied einer Partei zu werden, hatte was damit zu tun, dass ich mir gesagt habe, also wenn schon eine Partei, dann die. Das war ein Vorurteil. Das Vorurteil war, da kann man gleich sein Ding machen. Das Vorurteil hat sich als richtig herausgestellt. Also die Grünen haben sich als sehr offen erwiesen, auch für neue Leute. Und das war der Punkt. Ich bin dann einfach da hingegangen und habe gesagt, ich würde gerne mitarbeiten. Und dann nahm das so seinen Lauf. Ich hatte nicht die Idee, daraus mal einen Job zu machen und Minister zu werden, sondern ich wollte mich einfach engagieren, so wie ich es mein ganzes Leben vorher schon auch immer gemacht habe und auch seitdem mache. Sie sagen, die Grünen waren offen für neue Zugänge. Kann man offen aus der damaligen Zeit zurückblickend gleichsetzen mit unstrukturiert? Dass da einfach, ja klar, die waren auch chaotisch. Das ist so. Wir sind eine Partei, wo auch neue Leute immer in Verantwortung kommen vor Ort. Und natürlich ist es so, dass die dann auch immer erstmal alles neu lernen müssen. Aber ich glaube, nur so bleibt auch eine Struktur frisch. Und deswegen kann ich immer allen nur sagen, es lohnt sich, sich zu engagieren. Und es lohnt sich auch, Sachen bewegen zu wollen. Das hat mich immer ausgemacht und das schätze ich auch bei anderen, egal in welche politische Richtung das geht, solange es demokratisch ist. Aber ich glaube, dass immer nur Schimpfen auf und Fordern von anderen ein bisschen schwierig ist und dass ich immer auch sage, macht selbst was, wenn euch irgendwas stört oder wenn ihr irgendwas verbessern wollt. Fangt an, macht. Hat Ihr Politikstudium dazu beigetragen, dass die gerade angesprochenen Vorurteile etwas zurückgingen oder sie eher noch verstärkt? Ich habe gemerkt, dass natürlich sozusagen politische Theorie an der Uni und praktische Politik nicht unbedingt immer das Gleiche sind, um es mal vorsichtig auszudrücken, sondern die Politik auf der kommunalen Ebene, auch auf der Landesebene, ist jetzt manchmal sehr viel konkreter. Also wo man ganz konkret Probleme lösen muss. Aber auch das kann in einem großen Ganzen natürlich Teil von politischer Theorie sein. Also ich habe immer versucht, das eine und das andere miteinander zu vergleichen und den einen zu sagen, seid nicht so theoretisch, guckt mal aufs Konkrete und auf der anderen Seite zu sagen, das, was wir da machen an Konkretem, hat auch einen größeren Zusammenhang. Es gibt eigentlich nicht so viele Politikwissenschaftler in der Politik. Die Juristen sind zahlreicher. Woran liegt das? Wie an den Studiengang? Na, ich glaube, dass
könnte jetzt scherzhaft sagen, vielleicht braucht man nicht ganz so viele Anwälte und Leute suchen sich andere Wege. Aber ich glaube, dass natürlich sozusagen Juristen sehr das systematische sozusagen Denken lernen und dann in Gesetzgebungsverfahren auch manchmal einfach sozusagen näher an der Technik sind. Während Politikwissenschaftler manchmal so sehr theoretisch denken, dass sozusagen das Konkrete an ihnen vorbeigeht. Aber so in Ihrer Partei funktioniert es, hoffe ich, daraus zu hören, dass die Juristen mit den Politikwissenschaftlern da am Ende, zum Schluss auf einen grünen Zweig kommen. Am Ende ist es immer so, dass wirklich was nur dann gut funktioniert, wenn das Team sich ergänzt. Das ist so. In Ihrer Politik, seit 2000 Fraktionsvorsitzender der Grünen in Hessen, dann das Wirtschaftsministerium, jetzt seit eineinhalb Jahren knapp. Was sind für Sie die Stärken? Was muss ein Politiker, was bringen Sie mit, um gute Politik machen zu können? Was ist das für Sie? Zuerst mal sich nicht selbst zu loben, sondern nein, aber ich glaube, was generell gilt, nicht nur für mich, man muss als Politiker zuhören können. Man muss gleichzeitig auch sich sozusagen viel merken können. Und man muss drittens das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden lernen. Da arbeite ich noch dran. Das ist so. Also man lernt jeden Tag dazu, auch wenn man viele, viele Jahre das schon hauptberuflich macht. Aber ich glaube, am Ende ist sozusagen zu wissen, an welchen Hebeln muss man eigentlich drehen, um bestimmte Entwicklungen hinzubekommen, um was zu verändern, um sozusagen auf die richtigen Knöpfe zu drücken. Und das ist so ein bisschen das, worauf es, glaube ich, ankommt. Schafft es die hessische Landesregierung momentan? Denn ich weiß, die pflegen eigentlich, so wie ich es überall mitbekomme, einen engen Austausch auch mit dem Ministerpräsidenten. Die Kommunikation, ist die stimmig? Läuft das so? Lernen alle Parteien, die gerade etwas zu sagen haben, mit dazu? Also wir sind natürlich in einer besonderen Konstellation, das ist so. Weder die CDU wollte vor der letzten Landtagswahl mit uns, noch wir eigentlich mit der CDU. Am Ende waren die Mehrheitsverhältnisse so, wie sie waren. Es hat nicht gereicht für Rot-Grün, es hat nicht gereicht für Schwarz-Gelb. Die Linkspartei kann und will nicht regieren. Und am Ende war die Frage, Große Koalition oder Schwarz-Grün. Wir haben uns auf Schwarz-Grün eingelassen und wir haben eine gute Kommunikation und da ist die Kommunikation eigentlich das A und O. Wir müssen bestimmte Probleme erkennen, bevor sie überhaupt welche werden. Und da muss man viel kommunizieren. Das tun wir und wir arbeiten ganz solide unseren Koalitionsvertrag ab. Jetzt aus grüner Sicht bin ich ziemlich zufrieden mit dem, was wir in der Landespolitik bisher erreicht haben. Wir sind unserem Ziel, Hessen grüner und gerechter zu machen, durchaus nahe gekommen, näher gekommen. Wir arbeiten an einer anderen Umweltpolitik, an besserem Naturschutz. Ich im Verkehrsbereich beispielsweise bringe die Nahverkehrsprojekte in Frankfurt voran. Also wir sind da dran, an vielen Bereichen, an vielen Schrauben zu drehen. Und natürlich ist es am Ende so, dass die Bürgerinnen und Bürger bei der nächsten Landtagswahl dann zurückschauen sollen und sagen sollen, haben die ihre Sache ordentlich und gut gemacht oder nicht? Das ist ja der Sinn von Wahlen. Bei den gerade angesprochenen Punkten gibt es den einen oder anderen Bürger hier auch in Flughafennähe, der gerade widersprechen würde, dass das so läuft beim Naturschutz. Sie wollen in die Wälder mit der Windkraft, das wird groß bemängelt auf der einen Seite. Sie sind offen für einen Flughafenausbau, wo jeder, der auch in den eigenen Reihen sagt, Mensch, das kann doch nicht sein. Früher gerade die andere Seite, jetzt muss Herr Al-Wazir sich drehen. Wie geht das zusammen? Also zuallererst mal muss man sagen, dass der Flughafen seit Jahrzehnten ein Thema ist, was die Region in allen Richtungen bewegt. Das war mir vorher klar. Wir haben die Situation, dass er ein großer Wirtschaftsfaktor ist und bleiben soll. Und wir haben gleichzeitig die Situation, dass die Anwohnerinnen und Anwohner belastet werden und eine Reduzierung dieser Belastungen fordern. Und mein Job wird sein, in den nächsten Jahren das hinzukriegen, dass man diese beiden Interessen miteinander ausgleicht. Und daran arbeite ich. Wir haben in den letzten Monaten durchaus schon einiges bewegen können in Sachen Lärmreduzierung. Wir sind dabei, die Entgeltordnung, was Lande- und Startgebühren angeht, noch stärker auf
Lärm zu fokussieren. Mhm. Da ist man natürlich mit den Fluggesellschaften im Gespräch, mit der Fraport im Gespräch, um einfach einen Anreiz zu geben, anderes Fluggerät zu beschaffen, auch an bestehenden Fluggerät sozusagen Veränderungen herbeizuführen. Wir sind dabei, die Lärmpausenmodelle jetzt zu erproben, ab Ende April für ein Jahr, um zu sehen, ob es uns gelingt, durch eine intelligentere Nutzung der Bahnen für mehr Ruhephasen zu sorgen bei den Betroffenen. Und wir werden die ganze Legislaturperiode an diesem Bereich weiterarbeiten. Und gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich auch die Situation haben, dass es Rechtslagen einfach gibt. Wir sind ja mit der Fraport in der Diskussion über das Terminal 3 beispielsweise, aber ich habe immer schon und ganz am Anfang auch gesagt, wer ein Baurecht in der Hand hat, und die Fraport hat ein Baurecht in der Hand, das habe nicht ich entschieden, sondern das ist sozusagen vor meiner Zeit entschieden worden und höchstrichterlich bestätigt worden, der kann bauen, er muss es allerdings nicht, wenn die ökonomische Situation auch andere Möglichkeiten bietet. Da würde ganz mancher scharf fragen, Mensch, jetzt versteckt sich ja alles hier hinter der Rechtslage. Ist das so? Also Politik ist nicht allmächtig, sondern wenn Sie morgen ein Grundstück gekauft haben und wollen dort ein Haus bauen, haben eine Baugenehmigung in der Hand und dann kommt Ihr Bürgermeister und sagt, das gefällt mir aber nicht, dann werden Sie ihn verklagen und Sie werden hundertprozentig gewinnen. Da legt ja jeder auch Wert drauf, dass wir in einem Rechtsstaat leben und dass es eine unabhängige Justiz gibt und dass es Eigentumsrechte gibt. Das ist kein Verstecken hinter der Rechtslage, es ist schlicht eine Beschreibung der Realität. Die Geschichte des Flughafenausbaus, die ist gegen meinen Widerstand erfolgt. Sie hat eine lange Vorgeschichte. Der erste Antrag auf Bau der Nordwestbahn ist 2003 gestellt worden. Der Planfeststellungsbeschluss ist von 2007. Die grundsätzliche Bestätigung durchs Bundesverwaltungsgericht ist 2012 erfolgt. Da war ich immer in der Opposition. Und das, was wir jetzt erleben, ist quasi die Folge dessen, was damals entschieden wurde. Das ist kein Verstecken hinter der Rechtslage, sondern so sind die Abläufe. Das als Grundlage. Ihre Strategie für den Flughafen, mal als Beispiel jetzt genommen, Energiewende wäre genauso ein Punkt. Integration, hatte ich vorhin schon einmal erwähnt, ist das Stichwort auch der Grünen. Wie planen Sie den Flughafen, die ganzen Probleme und die Anliegen der Bürger, die Bedürfnisse richtig in der Region zu integrieren? Also ich bemühe mich erstmal mit allen im Gespräch zu sein. Mit der Luftverkehrswirtschaft, mit Bürgerinnen und Bürgern, mit der Fluglärmkommission, mit den Kommunen rund um den Flughafen. Und ich habe mal scherzhaft gesagt, wenn ich am Ende der Legislaturperiode es erreicht habe, dass alle so ein bisschen unzufrieden sind, dann habe ich wahrscheinlich das Höchste der Gefühle geschafft. Der Flughafen muss seine Wettbewerbsfähigkeit erhalten, das ist so. Es muss auch gleichzeitig für die Anwohnerinnen und Anwohner Entlastungen geben. Das hört sich an wie die Quadratur des Kreises. Ich sage, es ist eine große Aufgabe und ich möchte dann im Jahr 2018 daran gemessen werden, ob zumindest die gutwilligen und neutralen Beobachterinnen und Beobachter, ob die sagen, okay, wir erkennen an, da ist wirklich was passiert. Und das ist der Punkt, wo ich am Ende sage, wenn das mir gelingt, dann haben wir einen neuen Ausgleich zwischen Flughafen und Region wirklich geschafft. Könnten wir im Ergebnis festhalten, hier weichen die Grünen also gerade nicht von ihren ursprünglichen Erklärungen, Zielen ab mit der Politik, die sie fahren? Ich glaube, dass am Ende es immer so ist, und da haben auch die meisten Menschen ein Verständnis dafür, dass es die eine Lösung, die so zack sagt, bei unterschiedlichen Interessen nicht geben kann, sondern dass das am Ende eine Bewegung ist, eine langfristige Bewegung. Denken Sie mal an die Energiewende, an der ich ja auch arbeite. Als wir im Jahr 2000 das Erneuerbare-Energien-Gesetz hatten, hat die Energiewirtschaft damals sich lustig gemacht über die Ziele, die dort drin waren, von wegen, es ist unmöglich, dass man einen relevanten Anteil erneuerbarer Energien in einem Industriestaat wirklich hinbekommt. Und ich weiß noch, damals hat der damalige RWE-Chef Jürgen Grossmann gesagt, eher wachsen Ananas in der Antarktis, als dass die erneuerbaren Energien einen relevanten Anteil an der deutschen Stromversorgung übernehmen. Ich stelle fest, wir waren letztes Jahr über 25%. Die erneuerbaren Energien waren erstmals der wichtigste Energieträger
vor der Braunkohle. Und da sieht man, dass man, wenn man wirklich an solchen Entwicklungen langfristig dranbleibt, dass man auch wirklich was erreicht. Und auch der Atomausstieg, wie lange haben wir gekämpft und wie sehr wurde der erste Atomausstieg, den Rot-Grün auf Bundesebene beschlossen hat, übrigens damals lächerlich gemacht von denen, die gesagt haben, das müsste alles viel schneller gehen. Ich stelle jetzt fest, langfristig und beharrlich an der Sache dranbleiben, führt am Ende zum Erfolg. Sprich, dieses kleine bisschen Unzufriedenheit bei allen Bürgern, das ist das konkrete Ziel für die nächsten 3 Jahre? Ich habe ja gesagt, scherzhaft, dieses kleine bisschen Unzufriedenheit auf allen Seiten wird dann am Ende hoffentlich in Anerkennung der konkreten Arbeit, die wir dann geleistet haben, werden sich auszahlen, indem die Leute sagen, okay, wir erkennen an, die haben solide regiert, die haben Stück für Stück auch ihre Ziele erreicht und sie haben es dann auch hingekriegt, dass alle damit leben können. Herr Al-Wazir, das lasse ich als Schlusswort gerne so stehen. Herzlichen Dank für den Einblick in Ihren früheren Werdegang, in die Hintergründe aktuell. Meine Damen und Herren, das war Deutschlands Unternehmer. Wir sind natürlich weiterhin mit dabei, verfolgen das die nächsten Jahre, wie es in der Region weitergeht, wie Sie eventuell das gut finden, das nicht gut finden, was die Kollegen in Wiesbaden alle so umsetzen, immer wieder mit vor Ort. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal schon wieder bei Deutschlands Unternehmer mit dabei sind. Wünsche Ihnen bis dahin alles Gute, auf Wiederschauen.